Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampires The Masquerade Bloodlines. Wir haben in der letzten Folge irgendwas gemacht, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und in dieser Folge schauen wir doch mal ins Auftragsbuch als erstes. Santa Monica haben wir nichts mehr. Genau, den Sarkophag aus dem Anwesen der Giovanni müssen wir rausholen. Dann müssen wir immer noch ein enthüllendes Foto besorgen für Gary. Genau, in Chinatown müssen wir immer noch den Netzwerk-Hub. Den Restaurantkritiker haben wir ja letzte Folge, glaube ich, schon versucht und nicht hinbekommen. Deswegen. Naja. Genau, in der letzten Folge oder einer der. Vorher haben wir Gary bzw. seinen Barabbas befreit. Doch was machen wir jetzt in dieser Folge? Zum Anwesen der Giovanni oder noch irgendwie versuchen die Nebenaufgaben zu lösen? Da ist ein Tresor drin, den wir nicht knacken können. Ich habe noch 10. Wie kann ich denn für Hacken, Geistesschärfe und Computer? 12 und 12. Fehlen uns also noch Erfahrungspunkte für. Was machen wir denn? Na, würde ich sagen, auf zum Anwesen der Giovanni, oder? Ja. Machen wir. Machen wir einen Quicksave. Einfach nur, weil es unnötig ist. Where to? Where to? Fort von hier. Giovanni Stronghold. Auf geht's. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Sprechen wir mal mit den beiden. Versammeln sich hier die Giovanni? Giovanni? Oh yeah, here's the place. I haven't met you before. Are you the family? Member of family? Aus Fleisch und Blut? Is that right? Hell of a family to be born into your name, to your both. You have an invitation with you? Das kann gut möglich sein. Hey, don't worry about it. I'm sure they'll let you in. Just tell them you lost it. I lose things all the time. Toller Plan, doch wer sind sie? Maria Rosalini. Vielleicht treffen wir uns eines Tages wieder in einer dunklen Gasse zum Beispiel. Oder in diesem Haus. Ich bin fort. Yes, what is it? Diese Frau da ertrinkt gerade. She'll be fine after I get a pot of coffee in her. Sie ist ein wandelnder Zirkus. Bringen Sie die dazu, alle bösen Geister auszukotzen. I'll keep it in mind, but we're expected inside. Excuse me. I'll keep it in mind, but we're expected inside. Excuse me. Versammeln sich hier die Giovanni? Giovanni? Oh ja, hier ist ja, kennen wir schon. Aus Fleisch und Blut. Is that right? Wahrscheinlich an mein Jackett geheftet wird. Nee, das kann gut möglich sein. Hey. Benutzt sie ihre? Did I just say I have an invitation? If I did, yeah, I have an invitation. Her damit! My husband is—he's a big, tough guy. So you can kiss my ass, honey. Große Worte für eine tote Frau. Nee, ich will die nicht töten. Bis das der Tod entscheidet, in den Satz komme ich auch vor. Hey, hold it. What? What the fuck?
Hallo? Geht's noch? Das war schlecht, glaube ich. Und jetzt? Also ich kann hier ohne Probleme Leute töten, das sitzt drin. Nur immer die Frage mit der Menschlichkeit und so weiter. Habe ich eine Dose, um irgendwen abzulenken? Machen wir es einfach so. Ich glaube aber, das war alles nicht so gut, weil ich gesehen wurde. Gewonnene Erfahrung 2. Finden Sie jetzt den Sarkophag? Auftragsbuch aktualisiert, habe ich doch gerade reingeguckt, oder nicht? Finden Sie den Sarkophag? Ah, im Pool. Nein, im Pool ist er nicht. Doing. Okay, geht nicht schwimmen. Aber wir schauen uns hier weiter um. Wo kommen die alle her? Hallo, 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 hallo. Steht da auf einmal einer. Du meine Güte. Schauen. Also das war... Na, Stufe 10, na toll. Also ich... bin ja schon fast dafür, ich lade den Spielstand neu. Weil irgendwie... Kann ich den töten? Ich töte den. Hol mir von dir jetzt mein Blut zurück. Danke. Ich hoffe, das gibt nicht nachher irgendwie Abzug. Was war das für eine Explosion? Wow. Das war doof, also, nee, ganz ehrlich, tut mir leid, aber das will ich nochmal von vorne probieren. Irgendwie war das nicht so toll. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir, ich weiß, aber, naja, so, nochmal, zum Giovanni Stronghold. Ich hätte auch einfach hingehen können und sagen, ich
Mach die Folge jetzt komplett neu, aber nee, das wäre ja auch doof. So. Yes, what is it? Diese Frau da ertrinkt gerade. Versammeln sich hier die Giovanni? It is. Are you family? Mit Fleisch und Blut. Then perhaps I'll see you inside. Didn't forget your invitation, did you? Das kann gut möglich sein. Well, I'm sure they'll let you inside if you just explain your situation to the man at the front door. Brauchen Sie Ihre? Of course. Who are you? Ich bin nicht hier. Yes, what is it? Diese Frau ertrinkt gerade. She'll be fine after I get a pot of coffee in her. Lassen Sie sie das nächste Mal zu Hause, am besten noch dieses Mal. Well, she did pretty much cause the last function to come to a screeching halt. That woman has the self-control of a pubescent chimpanzee. Schnell, bevor ihre Eingeweide rauskommen. Come on, Maria, we're going home. Einladung der Giovanni. Inventar. Victor Rossellinis Einladung. Marin Rossellinis Einladung. Sehr toll. Wer bist du? Mädchen aus dem Brunnen von Ring? Naja. Yes, what is it? Diese Frau ertrinkt gerade. She'll be fine. Lass sie zu Hause. Well, ja, kenne ich schon. Come on, Maria, we're going home. Machen wir jetzt hier nochmal ein Quick Save. Dankeschön. Wollen wir uns hier nochmal umschauen? Wird wahrscheinlich nicht so gut sein. Deswegen. Hallo. Excuse me. Hallo. You have invitation. You have invitation. Ich habe die Eintrittskarte. Lassen Sie mich ins Disney World. Please have a wonderful time. Immer doch. Bisschen mehr Enthusiasmus vielleicht in den Job legen. Kann helfen. Na, gewonnene Erfahrung. Auftragsbuch aktualisiert, wahrscheinlich nur. Ja, finden die den Sarkophag. Hallo? Okay. Und jetzt? Hey, wer bist du? Hallo? Hi. I don't think we've met before. Dieser weiß es, vielleicht wissen es alle. Ich bin ein Fleischklopf auf einer Missgabelparty. I just remembered something I have to do. Excuse me. Just leave me alone. Okay. It is so nice to see you again. Might as well be a costume party. Everyone's smiling, pretending this isn't a pageant put on by the patriarch of this family. Fine. But this is a contest, and I came to win. Ich kann Ihren Gedankengängen nicht folgen. If you don't even know about the contest, then you really don't have to worry about winning it. Die Trophäe gehört mir. Oh, hello again. Ich bin auch ein Familienmitglied. Ich heiße Hust Hust. Und Sie sind? Mira. Mira Giovanni.
Teilen Sie mir die Regeln dieses Wettbewerb mit? They gather us up here to decide just who's the best and brightest of this generation is. The lucky few are given the real power in this family. But some of us need to win more than others. Oh, forget it. You wouldn't understand. Ich verstehe mehr als jeder andere. Uncle Bruno, since I was a kid, he's been the patriarch of this family. Except he hasn't aged today. I met with a senator from Massachusetts who asked me if I was related to Bruno Giovanni. Said Uncle Bruno helped him with his first campaign back in 1950. We've all heard the rumors. The core of our family, they never age. They're secretive. Whispers of blood magic and a kiss. Whatever it is, they pick the very best of us for it. I'd do anything to be picked. I've made some errors in judgment, but I've lobbied hard for this family's interests. Was war fehlerhaft an ihrer Entscheidung? What? Forget it. I'm not saying anything about that. Fehler sind unser aller Fluch. I just met you. I like you. But I can't tell anyone. It's too personal. Sometimes you do things you regret. And if someone here found out, they'd use it to destroy my chances at the family ever letting me into their inner circle. Ich bestehe aus Gewissensbissen. You couldn't possibly understand. Ich habe das Kind mit dem Helm ausgedacht. Nein, ich war das Kind mit dem Helm. You know? Why don't we just forget this conversation altogether? I've had a little too much to drink and I've said more than I wanted to. Yes? Hallo und auf Wiedersehen. Okay, redet nicht mehr mit uns. Ja, viele... Degraziato. Can't you see I'm talking here? Nee, ich kann dich nicht reden, hören, sehen. So. Mit wem reden wir denn noch? Ich glaube, wenn wir da hochgehen, ist nicht so gut. Ah, Stufe 8, na toll. Hm, wo gehen wir denn mal lang? Wo gehen wir denn mal lang? Hier ist gerade keiner. Schauen wir uns hier mal um, was wir denn so Schönes finden. Ein Badezimmer. So. Da scheint nichts zu sein, was uns weiterhilft. Schloss knacken. Stufe 10. Oh Gott, oh Gott. Noch ein großes, geräumiges Zimmer. Hier scheinen die Spiegeleffekte irgendwie so ein bisschen... rumzubangen, rumzuspinnen, aber gut. Wir können es nicht ändern jetzt. Einfach mal überall uns umschauen. Ob wir nicht was Schönes finden. Schloss knacken im Badezimmer? Okay. Stufe 10. Na toll. Hm. Ein leeres Zimmer. Scheinen die Zimmer für die Ghule zu sein. Küche. Wofür brauchen die eine Küche? Da stand doch immer einer. Schlossknacken. Stufe 9. Alter, wie viel habe ich denn im Schlösserknacken? 7. Ach du meine Güte, 2. Nee, da kann ich vergessen, glaube ich. Aber hier hinten ging es ja eigentlich. Zum Pool und da eine Tür. Die war, glaube ich, auch abgeschlossen. Nun gut. Nun gut.
bevor wir wieder auf die Party gehen, würde ich sagen, ich beende diese Folge hier. Und wir schauen uns dann in der nächsten Folge weiter auf dieser tollen Party um. Schauen mal nach dem Sarkophag. Vielleicht liegt er ja irgendwo in der Ecke. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich höre ja schon auf. Euer Herr Mango. Bye, bye.